Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe in den letzten Monaten vermehrt gemerkt, dass irgendwie ein Trend entstanden ist, Agenturen zu gründen, oder dass viele da draußen den Leuten auch sagen, dass sie Agenturen gründen sollen. Und ich wollte dazu einfach mal meine Gedanken teilen, weil mich eben viele sowohl per Privatnachricht, also in den Kommentaren teilweise gefragt haben, was ich denn davon halte, von diesem derzeitigen Trend, dass jeder eine Agentur aufbauen möchte, beziehungsweise auch in gleicher Form eigentlich eine Agenturberatung irgendwie in irgendeiner Form anbieten möchte. Und wenn dich dieses Thema interessiert, solltest du dranbleiben, weil ich gehe ein bisschen eben da auf meine Gedanken wieder ein. Trends kommen und gehen ja, vor allem gerade auf YouTube. Es gibt immer diese Geldverdienen-Trends, sage ich jetzt einmal, die ich immer so mitbekommen habe. Das heißt, einmal waren es Affiliate-Seiten, Dropshipping, dann war es wieder was anderes mit Kryptowährungen. Dann ist das Ganze in einem Kreis auch mal irgendwann gelandet. Das heißt, irgendwann ist es auch wieder zurückgegangen zu Affiliate-Seiten und so weiter. Wie die meisten, die mich verfolgen, ja wissen, mein Thema war immer Agentur. Ja, genauso wie zum Beispiel von meinem Partner Pascal Rehse, war immer Agentur, WordPress, Webdesign, Marketing, alles was drumherum war. Ich bin nie auf irgendeiner dieser Trends aufgestiegen, einfach auch deswegen, weil ich keine Ahnung davon hatte, weil es mich, muss ich ehrlich sagen, nicht interessiert hat. Also in irgendeiner Form schon interessiert, dass ich es mir anschaue oder mir die Leute darüber anschaue, aber jetzt nicht, dass ich darüber Videos machen wollen würde, ja, oder euch irgendwas mitgeben wollen würde. Genau. Und derzeit ist ja dieser Trend, dass viele das anbieten, wir bauen mit dir die Agentur auf oder sonst irgendetwas, was im Endeffekt ich habe die Agentur jetzt schon seit 2013, habe ich angefangen damit, das heißt, es ist auch schon 6 Jahre her, also wir sind im 7. Jahr und seitdem mache ich die Agentur, habe die Agentur und das ist auch immer mein Hauptgeschäft gewesen. Ja, mein Hauptgeschäft war nie YouTube oder sonst irgendetwas, das habe ich aus reinem Interesse auch gemacht. Und letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich so langsam gemerkt, dass dieser Agenturtrend größer geworden ist. Das heißt, die alten Videos darüber, ich habe nämlich über Webdesign-Agenturgründen habe ich einmal ein Video gemacht, also eine längere Videoserie, weil das ein paar mich gefragt haben. Das war, glaube ich, 2016, 17 herum, also Anfang. Ich habe Ende 2016 mit YouTube begonnen. Das heißt, ganz interessant war dann eben, dass ich auf einmal irrsinnig viele Kommentare darauf hatte. So, das ist mir aufgefallen und dann habe ich langsam eben mit der Zeit gemerkt, dass mich Leute gefragt haben, was ich denn von Person XY halte, der ein Agenturtraining anbietet in irgendeiner Form. Was ich leider nur feststellen habe müssen, ist, dass viele tatsächlich irgendwie keine solide Agentur haben. Ja, und ich spreche jetzt nicht davon, wie viel Umsatz sie machen, sondern einfach, dass die längere Zeit Referenzen hatten oder längere Zeit vorhanden waren, sondern die meisten Agenturen von den Leuten, die irgendwie ein Agenturcoaching anbieten, sind vorgestern entstanden und gestern haben sie das Coaching angeboten irgendwie. So. Das finde ich problematisch. Ich würde mir eben auch genau anschauen, zu wen ich gehen würde, ja, wenn mich das interessiert, im Speziellen, ohne da jetzt Eigenwerbung zu machen, sondern mir geht es einfach darum, dass ich einfach ein paar Dinge auch aufräumen möchte als Agenturbesitzer, die man sich überlegen sollte. Ja, also dieses schnell Geld verdienen im Internet Zeug, das gilt in der Agenturbranche nicht. Ja. Eine Agentur ist aus meiner Sicht natürlich, sonst würde ich es nicht machen, eine sehr coole Sache zu betreiben, ja, und auch zu haben. Sich auch dadurch seine Freiheiten zu schaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber am Ende des Tages ist es halt nicht so wie Dropshipping oder so, wo du keinen großartigen Kundenkontakt hast oder irgendwie ein Office brauchst oder andere Themen, egal wie das da ist, sondern da musst du dir wirklich Gedanken machen. Und aus meiner Sicht ist halt eine Agentur eine Long-Term-Angelegenheit. Und das, was halt viele da draußen machen mit schnellen Infoprodukten oder so, ist halt eben Short-Term. Also alles, was kurzfristig mal Geld bringt. Aber Long-Term habe ich noch wenige gesehen, die irgendwie ihre Produkte noch haben. Ja, also ich habe zum Beispiel meinen WordPress-Kurs seit 2017, glaube ich, habe ich ihn gelauncht. Der ist bis heute da, also nur in anderer Form, im Sinne von verbessert und vielleicht gerebrandet, aber es ist der gleiche Grundstock oder die gleiche Überlegung, wie ich sie damals hatte, weil die Nachfrage da war. Aber
es ist nie ein weiteres Produkt oder ein 2.0 und so weiter rausgekommen, sondern es war halt immer das, was ich halt machen wollte, ja, und das, was ich aus meiner Expertise weitergeben wollte. So, und das sind auch meine Gedanken dazu. Also ich finde es halt problematisch, wenn man jungen Leuten, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber dass man trotzdem halt ganz jungen Leuten raus aus der Schule oder direkt in der Schule halt verkauft, dass Agenturleben so richtig geil ist und du frei bist und mit dem Ferrari dann herumfährst, die Realität schaut dann doch ein bisschen anders aus. Man muss ein bisschen mehr darüber nachdenken und long-term denken und gewisse Dinge einsetzen. Tatsächlich ist es einer der schönsten Geschäfte, finde ich. Es gibt viele schöne Möglichkeiten, seine Selbstständigkeit zu gestalten. Für mich ist es natürlich eine Herzensangelegenheit. Ich mache das irrsinnig gerne. Und mache mir auch immer Gedanken abseits oder im Privaten darüber, wie ich die Agentur verbessern könnte oder eben passend zu Agenturthemen erschaffen könnte oder kann oder Projekte erschaffen kann, die dann auch etwas bringen. Ja, zum Beispiel wie ein Theme, ein Plugin, Software oder sonst irgendetwas. So, das ist halt so mein Ding. Andere wiederum hüpfen ja von Thema zu Thema herum. Also schneller von Thema zu Thema, als ich meine Unterhosen wechseln kann, wie man so schön sagt. Das finde ich halt problematisch. Ansonsten schaut euch einfach die Person dahinter an. Die meisten meinen es auch nicht böse, aus meiner Sicht. Ich glaube noch immer an das Gute in den Menschen. Manche bieten halt einfach an, weil sie im Trend ist. Auch die werden vergehen. Ich mache jetzt doch schon seit 3 Jahren Videos. Ich sehe viele, die im Trend aufgesprungen sind, wieder abgesprungen sind und long-term überleben die meisten dann, die es nicht ernst gemeint haben, eh nicht. Ja, das heißt, das ist meist eine Short-Term-Angelegenheit und dann ist das auch erledigt. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem ganzen Agenturgründen-Trend haltet. Ja, dann schreibt unten einfach in die Kommentare rein. Ansonsten könnt ihr wie immer meinen Kanal gerne abonnieren, auch die Glocke aktivieren, wenn ihr eben benachrichtigt werden wollt. Und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald.